Größter Typ. Sportler. Mit langen Haaren. Locken. Nee. Blond. 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 Locken. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchen Flecken. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht vor dir, auch nicht für Geld. Unter den Stein, dann siehst du Ameisen, die dir gut gedeihen. Probier mal 2, 3, 4, denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Huh. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Nein! 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 Also, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Ja, moin. Da ist jemand aus dem Norden hier. Wie heißt du? Richtig, Benjamin. Benjamin. 39 Jahre aus Hamburg. Hi, Benny aus Hamburg. Moin. Also, das ist ja The Voice of Germany. Ja. Ne? Überzeugt hast du aber mit allem anderen außer der Stimme. Die Leute sind alle aufgestanden, hatten alle Spaß, ne? Dankeschön! Das ist natürlich ein guter Punkt, aber diese Show hier heißt The Voice of Germany. Machst du das professionell? Ja. Ja, du bist halt jemand, der nicht bühnenscheit sozusagen. Nein, ich bin seit 15 Jahren Musicaldarsteller. Trotzdem hier bei The Voice, es geht um irgendwie so eine markante Stimme, wo wir sagen halt, oh, da ist so eine Unterschrift von einer Person und du bist halt derjenige, der passt sich an jedem Musical, der macht. Aber wenn ich dir einen Rat geben würde, du bist genial in das, was du machst, mach das einfach weiter. Die Leute lieben dich davor und es reicht. Das mache ich. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Dankeschön. Ben, du bist super. Vielen Dank, Benjamin. Danke. Dankeschön. Gerne, sehr gerne. Viel Spaß noch! Danke, Benjamin.